Guten Morgen, Regenbogenfahrt. Es ist Montag und wir starten jetzt hier frisch gestärkt vom Hotel und fahren nach Schömberg. Und da empfängt uns die Freiwillige Feuerwehr. Ganz viel Spaß! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up. Das läuft mal wieder klasse. Ein super Team. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Willkommen in Schömberg. Wenn auch sehr kurzfristig, sind wir sehr gerne euer Gastgeber. Ja, ihr habt euch ins richtige Schömberg verirrt, das andere ist lange nicht so schön. Also von dem her seid ihr jetzt am richtigen Fleck auch rausgekommen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet für euch. Es ist ein heißer Tag. Greift zu, es gibt auch Toilette hier, wenn ihr sonst was habt. Reifenpanne, wir sind da Lösungsfinder, egal was, welche Probleme ihr auftreten könnt. Die Feuerwehr Schömberg unterstützt euch. Bergauffahren im einzig wahren Schönberg angekommen. Wir werden von der Freiwilligen Feuerwehr exzellent versorgt und jetzt geht's gleich weiter auf die Rega nach Hechingen.
vor, hinter sich und nur vor sich. Deswegen will ich sie gar nicht so langweilen. Ich habe auch gerade schon vernommen, das Highlight ist das Essen. Daher machen wir es auch ganz kurz. Also ich darf Sie recht herzlich begrüßen in Hechingen, auch im Namen von unserem Bürgermeister und dem Gemeinderat. Freut uns sehr, dass Sie auch die 31. wie ich gelernt habe, Regenbogenfahrt der Deutschen Kinderstiftung, dass Sie hier auch halb waren in Hechingen. Wer es nicht kennt, wahrscheinlich die wenigsten, ehemalige Residenzstadt des Fürstengeschlechts von Zollern. Die Burg hat man wahrscheinlich gesehen beim Herfahren, das ist ja auf jeden Fall ein Highlight. Wir würden tatsächlich gerne einfach sagen, Sie bedienen sich, es gibt noch mehr, wie ich gerade gehört habe, also keine Sorge, Sie wollen sich nicht fallen, Sie bedienen sich einfach. Sie sind heute gestartet in Schwellingen, wie ich gehört habe, oder? Und werden heute bis nach Tübingen. Geht es dann heute noch um die Onkologie oder morgen? Morgen dann. Genau, also wie gesagt, wir waren echt froh, als wir auch gehört haben, dass Sie hier durchfahren, dass wir auch Sie ein bisschen unterstützen können bei dieser wirklich hervorragenden und tollen Aktion. Sie alle waren ja selber auch mal betroffen von einer Erkrankung und Sie geben da, glaube ich, auch ein tolles Signal an auch Kinder, die jetzt von Krebs betroffen sind und auch auf der Onkologie sind, jetzt beispielsweise in Tübingen. Deswegen eine ganz tolle Sache und wenn auch nur im Kleinen, hoffentlich tut es trotzdem seinen Zweck. Und dann würde ich sagen, Sie lassen es nicht. So, wir sind inzwischen kurz vor dem großen Gewitter in Hechingen angekommen, wurden großartig verpflegt und haben den Regen kurz ausgewartet. Jetzt geht's weiter bis nach Tübingen, wo dann für heute erstmal Ende ist mit Fahrradfahren. Wind und Wetter, Sturm und Sonne schließlich in Tübingen angekommen und sind jetzt hier noch auf Sterne-Niveau vom Elternverein hier in Tübingen verköstigt worden.